1984 года – большой день для шахмат. Претендент на звание чемпиона мира Гарри Каспаров бросит вызов нынешнему обладателю титула Анатолию Карпову. Удастся ли ему вырвать корону? His name is Garry Kasparov. Kasparov! Kasparov. His game is chess. Garry Kasparov. Garry Kasparov. The world champion, Garry Kasparov. Kasparov. Diese drei Silben erschüttern 15 Jahre lang die Schachwelt. Der Name steht für eine Legende, die des größten Spielers des 20. Jahrhunderts. Ab 1985 begeistert Garry Kasparov die Massen. Seine Gegner fürchten ihn. Das wilde Genie Kasparov geht mit Schachfiguren um wie ein Boxer mit seiner Rechten. Kasparov. Sein Blick ist düster und voller Siegeswillen. Kasparov ist auch ein Symbol für eine Jugend, die der erdrückenden Kälte des sowjetischen Systems widersteht. Welche Züge hat er gespielt, um der Menschenjagd auf ihn zu entkommen, in dieser Welt des Schachs, voller Täuschungen, Spionage und politischer Intrigen? Was musste er opfern, um zum gefürchteten Beast von Baku des Schachspiels zu werden? Und wie wurde aus ihm Jahre später ein erbitterter Gegner Wladimir Putins? Das Regime ist kriminell, ist ein Polizeistaat. Garry Kasparov kommt 1963 im aserbaidschanischen Baku als Garik Weinstein zur Welt. Der Vater, Kim Weinstein, ist jüdischer Aserbaidschaner. Die Mutter, Clara Kasparian, Armenierin. Ein explosiver Cocktail aus zwei Minderheiten. Die Eltern sind Ingenieure. In ihrer kleinen Wohnung ersetzt das Schachbrett den Fernseher. Jeden Abend spielen sie mehrere Stunden. Garik beobachtet sie. Er ist 5 Jahre alt. Noch nie hat ihn jemand eine Schachfigur berühren sehen. Doch eines Morgens... Ich erinnere mich sehr gut an diesen Frühlingstag. Gariks Vater Kim und ich rätseln erfolglos an einer Schachaufgabe. Auf einmal überrascht uns Garik mit der Lösung. Anstatt den Bauern in eine Königin umzuwandeln, wandelt er ihn in einen Springer um. Kim fragt verblüfft, du kannst Schach? Wir hatten ihm Schach nie beigebracht. Und Garik antwortet, ich weiß, wie man Matt setzt. Es ist die Zeit des Kalten Krieges. Die USA unter Nixon und die UdSSR unter Brezhnev sind Gegner, auch an der Propagandafront. Während Hollywood seine Kinostars aufmarschieren lässt, kontert Moskau mit einer ganzen Armada von Schachmeistern als Ausdruck einer intellektuellen Überlegenheit. Die Eltern wollen aus dem kleinen Garik einen Schachmeister formen. Sie melden ihn beim Schachkreis von Baku an. Sein Talent begeistert die Lehrer. Doch bald erkrankt Gariks Vater an Lungenkrebs. Seinem Sohn verbietet er, ihn im Krankenhaus zu besuchen. Einige Monate später stirbt Kim Weinstein. Garik ist 7 Jahre alt. Zwei Jahre später erschüttert ein Ereignis in Reykjavik die Schachwelt. Bobby Fischer, das arrogante Wunderkind aus Brooklyn, besiegt den Russen Boris Spassky. Jamais jusqu'ici un Américain était devenu champion du monde. Ces choses faites mettent fin à une suprématie des Russes. Eine enorme Demütigung für die Sowjetunion. Das Ganze wird in der Bevölkerung sehr aufmerksam verfolgt. Es ist ein Krieg der Ideologien, ein kalter Krieg mit Schach. 5000 Kilometer von Reykjavik entfernt verbringt Garik in Baku seine Zeit mit Schachspielen. Das hinreißende Spiel des Amerikaners Bobby Fischer, des neuen Feinds der Sowjets, bringt seine Augen zum Leuchten.
Seine Kinderwelt besteht aus sizilianischen Verteidigungen, indischen Angriffen, flinken Springern und uneinnehmbaren Türmen. Er ist 9 Jahre alt. Noch heißt er Weinstein. Sein Talent bringt ihn ein Jahr später zu den sowjetischen Jugendspielen. Im Saal beachtet niemand den kleinen Garik. Niemand, außer dem berühmten Trainer Alexander Nikitin. Das hier ist mein Lieblingsbild. Der junge Kasparow und ich. Die aserbaidschanische Jugendmannschaft sitzt beieinander, einer nach dem anderen, so groß. Dann kommt so ein kleiner Knirps und weiter geht es mit den großen Jungs. Als ich mit ihm die Partie bespreche, schießen die verschiedensten Varianten aus ihm heraus. Ich kam gar nicht hinterher. Garik gewinnt alle Partien. Wie alle jungen sowjetischen Spieler träumt er von Michail Botvinniks Schachschule in Moskau. Es ist die beste Schachausbildung der UdSSR. Sein neuer Mentor Nikitin greift zum Telefon, um ihm einen Platz zu ergattern. In Moskau zeigte Garik dem Champion sein Spiel. Und Botvinnik sagte: Freunde, er ist ein Genie. Garik ist noch ein Kind, doch kein Großmeister scheint ihn einzuschüchtern. Der ganze Kasparow ist bereits da. Der herausfordernde Blick, das Gähnen, das einen Hauch von Arroganz hat. 1975 ist Garik 12 Jahre alt. Die USA verlieren den Vietnamkrieg und erleiden auch in der Schachwelt eine Niederlage. Bobby Fischer will nicht gegen Karpow antreten. Barring a very unlikely last-minute change of heart by Fischer, Anatoly Karpov becomes the new champion by default. Der Amerikaner verliert den Titel. Er geht an den Russen Karpov und teilt so den gekränkten Stolz seines Landes. Als Brezhnev zu ihm sagt, halt die Krone fest, klingt es wie eine Drohung. Garik feilt derweil in kleinen Turnieren weiter an seinem Talent. Doch etwas bedroht seine Karriere. Sein jüdischer Name Weinstein. In der Sowjetunion ist Antisemitismus allgegenwärtig und perverser, als man es sich vorstellen kann. Ein russischer Name hilft. Als Mitglied des Sportkomitees wusste ich, ein jüdischer Name macht es schwer. Mein Vorschlag überraschte Gariks Mutter. Sie reagierte weder positiv noch negativ. Sie hatte auch schon dran gedacht. Und so wird aus Garik Weinstein Gari Kasparow. Von da an häufen sich die Siege. Der junge Gari genießt es, die verschlossene UdSSR für ein paar Tage zu verlassen. Mit seinen ersten Turnierteilnahmen außerhalb der Sowjetunion gelingt ihm der internationale Durchbruch. Sehr schnell wird er entdeckt. So schnell, dass die Organisatoren sogar seinen Namen noch falsch schreiben. Bei der Teilnahme an Turnieren im Ausland müssen sich die Spieler an strenge Regeln halten. Es ist verboten, die sowjetische Regierung zu kritisieren, Kontakt zu Ausländern aufzunehmen oder politisches Asyl zu beantragen. Reisen Sportdelegationen ins Ausland, ist der KGB immer mit dabei. In den Hotels gab es Kameras und Mikrofone, Telefone wurden abgehört und auch Restauranttische wurden verwanzt. Noch bewegt sich Kasparow unter dem Radar. Er ist ein Jugendlicher, der durch sein Spiel nach oben will. Die
Er hatte bereits seinen Ruf im Milieu der Schachspieler. Er war eindeutig ein Anwärter auf den Weltmeistertitel. Der einflussreiche aserbaidschanische Politiker Heydar Aliyev lädt ihn in sein Büro und beglückwünscht ihn. Gari ist 18 Jahre alt und hält sich für unschlagbar. In Moskau warten die Großmeister auf ihn. Darunter der amtierende Weltmeister Anatoli Karpow und der gefürchtete Holländer Jan Timmern. Kasparow war einer meiner Rivalen. Ich wollte ebenso sehr Weltmeister werden wie er. Aber er war stärker. Mit seinen aggressiven und schnellen Angriffen kämpft er sich ins Finale gegen Karpow. Noch fehlt ihm allerdings ein wenig Erfahrung. Turnier Großmeisterin завершился убедительной победой Анатолия Карпова. Гарри Каспаров поделил второе. Hinter einem Lächeln verbirgt Kasparow seine Wut. Nicht Erster geworden zu sein, gefällt ihm gar nicht. La première fois que j'ai joué. 1981 spielte ich das erste Mal gegen Gary. Er war 18 und ich 23. Ich entspannte gern bei einer Zigarre. Kasparow war bereits eine Persönlichkeit mit viel Anziehungskraft. Vor dem Spiel legt er Uhr und Weste ab und blickt einen durchdringend an. Er will unbedingt gewinnen. Es ist geradezu animalisch. Er schüchtert seine Gegner ein. Er spielt schlagkräftige Angriffe, die ihre Opfer fordern. Eine gewaltige Kraft, die einem entgegenkommt. Die Schachfiguren arbeiten zusammen und bilden unerwartete Kombinationen. Du kriegst keine Verschnaufpause. Es ist brutal. Wie ein Boxer versuchst du, dich vor den Schlägen zu schützen. Schon in jungen Jahren ist er ein besessener Einzelgänger. 10 bis 12 Stunden am Tag analysiert er Partien. Er treibt die theoretische Vorbereitung auf die Spitze. Es heißt, seine Angriffe seien wie tödliche Gewitter an einem wolkenlosen Himmel. Selbst bei der Spielanalyse nach den Partien lässt Kasparow nicht von seinen Gegnern ab. Bei der Spielanalyse zeigt er ihnen, dass sie im Vergleich zu ihm nicht viel vorausgesehen haben. Eine zusätzliche Demütigung nach der Niederlage. 1981 regiert Brezhnev ein leidendes Land. Die Schwerindustrie ist veraltet, die Armee versinkt in Afghanistan. Die Raumfahrt zehrt an der Wirtschaft. Gary gab zu der Zeit anderen Spielern für $20 Schachunterricht. Er brauchte Devisen. Das von Selbstzweifeln geplagte Land klammert sich an Karpow. Für die Propaganda ist er der ideale Homo Sovieticus. Fügsam und unauffällig, aus einer russischen Arbeiterfamilie und gut frisiert. Kasparow ist ein Gegenteil. Ein Störenfried, ein rebellisches Kind des Kaukasus. Er ist 19 und hört die Radiosender des Klassenfeindes. Er sucht eine andere Wahrheit als die Einheitsstimme der kommunistischen Partei. Sein Mentor Nikitin schickt ihm heimlich Schallplatten. Для меня это ночь вне закона. Von Wladimir Wysotsky, dessen Liedtexte in der UdSSR verfilmt sind. Ich hatte eine große Sammlung an Platten von Wysotsky und gab sie an Kasparow weiter. Einige Monate später will Kasparow unbedingt an einem großen Turnier in Jugoslawien teilnehmen. Nikolai Krogius, der Schachdirektor im Sportkomitee, ist dagegen.
In Kasparows Anwesenheit fragte ich ihn, warum wollen Sie ihn nicht? Und Krolyov sagte, wir haben einen Weltmeister, Anatoli Karpow. Einen zweiten brauchen wir nicht. Kasparow versteht. Für den Erfolg im Schach braucht es mehr als nur Siege auf dem Schachbrett. Kasparow ist hochintelligent und verfügt über ein unglaubliches Talent. Aber er brauchte auch einen Unterstützer aus der Funktionärselite. Er wandte sich an Aliyev. Aliyev schätzte es sehr, mit Kasparow ein Symbol Aserbaidschans zu haben. 3 Jahre zuvor war Kasparow Heydar Aliyev vorgestellt worden. Der Politiker hält seine schützende Hand über den jungen Regionalmeister. Ein Telefonanruf von ihm löst die Situation. Kasparow fährt zum Turnier und gewinnt es, ohne ein einziges Spiel zu verlieren. Сегодня в Москве открывается чемпионат мира с участием двух выдающихся гроссмейстеров. Это действующий чемпион мира Анатолий Карпов и молодой Гарри Каспаров. Противостояние на шахматной доске рискует стать очень жарким. Победу постарается вырвать каждый из двух соперников. Mit 21 um die Weltmeisterschaft zu spielen, ist außergewöhnlich. Es ist der Kampf seines Lebens. Тысячи зрителей и журналистов со всего мира собрались, чтобы наблюдать за поединком. А пока в московском небе сияет солнце. 1984 reiste ich für das Match in die Sowjetunion. Ich heiße Bruce Pandolfini, aber alle nennen mich Pando. Lustig war, dass mein Presseausweis die James-Bond-Nummer trug. 007 stand neben meinem Foto. Ein Zufall. Im Theater waren KGB-Agenten. Sie beschatteten uns. Wir trafen den Botschafter. Er drückte uns beim Händeschütteln einen Zettel in die Hand. Darauf stand, wir werden abgehört. Seid vorsichtig mit dem, was ihr sagt. Austragungsort war der Säulensaal im Haus der Gewerkschaften. Ein Ort großer politischer Ereignisse. Stalin war hier aufgebahrt worden. Der riesige und luxuriöse Saal begünstigt den mit den Hallen der Macht vertrauten Anatoli Karpow. Den jungen Garry Kasparow soll er verunsichern. Karpow verfügte über als Journalisten getarnte Sekundanten. Sie halfen ihm. Das Karpow-Kommando gegen die Außenseiter vom Kasparow-Clan. Kasparow zu helfen war riskant. Seine Sekundanten hatten Angst. Sie wussten nicht, welche Konsequenzen ein Sieg Karpows für sie hätte. Делать любой прогноз на матч занятие крайне неблагодарное, потому что матч играет два шахматиста. Единственное, что я могу обещать со своей стороны, что я постараюсь приложить все свои силы, чтобы... Гарри Каспаров бросит вызов нынешнему обладателю титула Анатолию Карпову. Удастся ли ему вырвать корону? Im Auto sagt Гарри, seid still. Und wir schweigen. Er braucht diese Konzentration und taucht ab in seine innere Schachwelt. Das Match beginnt. Ein höflicher, aber knapper Handschlag. Wer zuerst 6 Spiele gewinnt, ist Weltmeister. Kasparow wirkt wie gelähmt. Der junge Kasparow lernt noch. Er ist brillant, aber er trifft auf einen enorm talentierten und mächtigen Gegner, Anatoli Karpow. Karpow liegt 4-0 in Führung und plötzlich 5-0. Es sah hoffnungslos aus. Noch ein Sieg und Karpow ist Weltmeister. Doch Kasparow mit 6-0 vernichten zu wollen, stellt sich als Fehler heraus. Klara Kasparian macht sich große Sorgen um ihren Sohn.
Wie kann sie ihn vor einer Niederlage bewahren? Sie wendet sich an ein Medium. Es soll Karpow schwächen. Das mit dem Medium war ein schwerer Schlag für Karpow. Karpows Konzentration schwindet. Kasparow gewinnt an Selbstvertrauen. Die Situation elektrisiert ihn. Das Match dauert schon fast 100 Tage. Je länger das Match dauerte, desto schwerer fiel es Karpow, sich zu konzentrieren. Kasparow leistet Widerstand. Wie ein Boxer, der Schläge einsteckt, nur um den Stil seines Gegners besser einschätzen zu können. Er beginnt zurückzuschlagen. Karpow baut ab und Kasparow gewinnt brillant das Spiel. Der Geist Karpows ist gebrochen. Kasparow kommt zurück. 5:1, 5:2, 5:3. Kasparow war am Boden, doch er steht wieder auf. Spannung wie bei Hitchcock. Das Match war fast entschieden. Und auf einmal wird es wieder interessant. Seit 2 Monaten hat Karpow keine Partie gewonnen. Er hat 10 Kilo abgenommen und läuft Gefahr, seinen Titel zu verlieren. Karpow schwächelte. Er stand kurz vor einer Niederlage. Niemand rechnet in diesem Moment mit einer Intervention des Präsidenten des Internationalen Schachverbandes. Handelt Florencio Campomanes auf Befehl von Moskau? I therefore declare that the match is ended without decision. Nie zuvor gab es so eine Entscheidung bei einer Weltmeisterschaft. Es riecht nach politischer Einflussnahme. Campomanes sagt, er wolle die Gesundheit der Spieler schützen. Die ganze Welt verstand sofort, wie lächerlich das war. Sie wollten, dass Karpow den Titel behielt. Wütend fährt Kasparow zur Pressekonferenz. Es ist der Beginn von Kasparows Legende. Nie zuvor hatte ein sowjetischer Spitzensportler das Sowjetsystem öffentlich so scharf kritisiert. Er griff ihre politischen Entscheidungen an. Er hatte keine Angst. Kasparow wird für seine Äußerungen nicht bestraft. Einige Jahre zuvor hätte ihn seine Rede in den Gulag bringen können. Doch in der UdSSR haben sich die Zeiten geändert. Michail Gorbatschow ist gerade an die Macht gekommen. Mit Perestroika und Glasnost hofft er, sein Land zu modernisieren. Kasparow könnte das Symbol einer besseren Sowjetunion werden. Sieben Monate später wird das Match neu angesetzt. Kasparow ist nicht mehr der Außenseiter. Seine Risikofreude, Aggressivität im Spiel und sein Mut zur Rebellion befördern seine Legende. Er repräsentiert nicht nur sich selbst, sondern auch das neue Russland Gorbatschows. Этот новый матч будет состоять из 24 партий, чтобы избежать скандала с бессрочным продлением. Счет вновь становится 0-0. Im prächtigen Tschaikowski-Saal gewinnt Kasparow die erste Partie. Er ist auferstanden. Seine Planung führt er jetzt besser aus. Er übernimmt Elemente von Karpows Stil. Sein Spiel wird runder. Mit der 16. Partie stößt Kasparow das Tor zum Olymp auf. Diese Partie ist außergewöhnlich in ihrer Intensität, der Spannung, der Art, wie Kasparow spielt. Karpow hat weiß, Kasparow schwarz. Es ist ein Blutbad. Ohne Gnade. Ein Donnerschlag. Turm zieht auf die letzte Reihe. Kasparow hat alles geplant. Er schlägt den Turm und setzt den König Schach. Springer schlägt Turm. Und dann der Gnadenstoß.
Turm auf die letzte Reihe. Zwei Züge bis zum Matt. Karpov weiß es. Er hat die 16. Partie verloren. Im Wettkampf bleibt es knapp. Doch mit der letzten Partie erledigt Kasparow seinen Gegner. Kasparow stand kurz davor, Weltmeister zu werden. Beim 42. Zug sinkt Karpow in sich zusammen. Er streckt die Hand aus und gibt auf. Victoire de l'imagination sur la technique, Kasparow a gagné. Karpow verschwindet hinter dem Vorhang. Das Ende einer Ära. Kasparow jubelt. Endlich ist er am Ziel. Er reckt die Arme zum Himmel. Der Beginn einer neuen Ära. Die neue Welt hat die alte besiegt. Ein Bild, das in Erinnerung bleibt. Er lacht. Sein Gesicht leuchtet voller Freude. Er hatte sein Lebensziel erreicht. Der jüngste Weltmeister aller Zeiten. Er hatte den Gipfel erklommen. Mit nur 22 Jahren stand er auf der Spitze des Schacholymps. Ein Auto fährt durch die nächtliche Stadt. Unterwegs zu neuen Horizonten. Seine turbulente Jugend wird zur Legende. Die Welt dreht sich. Das Leben geht weiter. Kasparow ist 22 und hat eine große Zukunft vor sich. Er heiratet die Schauspielerin Marina Nijolova, die er bei einer Aufführung von Tschechows Drei Schwestern kennengelernt hatte. Die Frauen lieben ihn. Er war dreimal verheiratet und hat 4 Kinder. Wenn er seine braunen Augen und sein weiches Russisch zum Einsatz bringt, hat er etwas von einem Verführer. Aber nicht am Schachbrett. Er zeigt seinen sportlichen Körper. Seine Kraft hat ihm in dem langen Wettkampf sehr geholfen und beschert ihm seinen Spitznamen, das Biest von Baku. Schach ist ein anspruchsvoller Sport. Eine Partie dauert 6 Stunden. Ein Match geht über 1 bis 2 Monate. Das verlangt eine enorme Kraft. Er schwamm 2 Kilometer im Meer und schaffte 100 Liegestütze, dank Fitnesstrainer. Sein Mythos überquert auch den Atlantik. Eine Seltenheit für einen sowjetischen Sportler. Ein New Yorker Journalist schafft es sogar in sein engeres Umfeld. Ich schrieb ein Buch über Kasparow. 3 Jahre reiste ich mit ihm um die Welt. Wir wurden gute Freunde. Ich lernte seine Familie beim Abendessen kennen. Seine Mutter schaute mich misstrauisch an. Sie dachte, ich könnte ein Spion von Karpow sein. Als ihr Sohn 1985 gewinnt, wird auch sie gekrönt. Mit einer Rose in der Hand kommt sie die Treppe herunter, als ob es auch ihr Sieg sei. Man beglückwünscht sie. Sie bekommt Applaus. Klara Kasparyan, seine Mutter. Sie war der ungewöhnliche Boss des Clans. Ich denke, sie opferte ihre Karriere, um sich besser um Gary kümmern zu können. Sie förderte seine soziale Entwicklung zu einem Menschen, der Verantwortung übernimmt. Die Schönheit einer italienischen Diva gepaart mit sowjetischer Strenge. Als erstes sagte sie zu mir, wissen Sie, was ein Stein ist? Natürlich, sagte ich. Und Sie?
Ich bin härter als Stein. Kasparovs mother has said that since he's been nine, Gary has not had a day off. Unaufhörlich arbeitet sie daran, das Talent ihres Sohnes hervorzubringen. Bei jedem Turnier sitzt sie mit im Saal, um Gary zu beruhigen, der ihren Blick sucht. The childhood, as we understand and enjoy, was not fulfilled, since I had to spend more time on chess, to travel and to enter the world of adults too early. Eine Geschichte hat mich sehr bewegt. Als sein Vater starb, ging er ins Badezimmer. Als er wieder herauskam, sagte er, von jetzt an ist mein Papa nicht tot. Er lebt. Er ist auf Reisen und kommt eines Tages zurück. Als er 12 Jahre alt war, verkündete er, jetzt ist mein Vater tot. Er akzeptierte es. Seine Reife war bemerkenswert. Nur ein Jahr, nachdem er Weltmeister geworden ist, steht Kasparows Titel wieder auf dem Spiel. Karpow erhält vom Internationalen Schachverband ein Revanche-Match. Margaret Thatcher empfängt sie. Kasparow trägt weiß, Karpow schwarz. Das Symbol einer neuen Welt gegen die Garde des alten Regimes. Ein Londoner Boulevardblatt schrieb, es ist Krieg. Auch ohne Boxhandschuhe war es der Krieg zweier Männer. Nach der ersten Hälfte hat Kasparow einen Punkt Vorsprung. Einige Monate später, unter der kalten Sonne von Karpows Hochburg Leningrad, folgt der zweite Teil. Das verkrampfte Lächeln in London weicht sportlichen Tiefschlägen und Einschüchterungsversuchen. Karpow erstickt Kasparows Spiel. Er fügt ihm 3 Niederlagen in Folge zu. Kasparow fragt sich, wieso Karpow alle seine Fallen sofort durchschaut. Er ist sich sicher, er hat einen Spitzel im Team. Seine Mutter Clara macht sich auf die Jagd nach dem Maulwurf. Einer der Trainer käme in Frage, aber welcher? Sein Team sucht nach versteckten Wanzen. Jeder ist verdächtig, aber sie finden nichts. Ich sage, entfernen wir die Telefone aus den Zimmern. Nachdem die Telefone ausgesteckt sind, ruft Clara Kasparian alle Nummern an. Keines klingelt. Bis auf eines. Und als es in seiner Abwesenheit klingelt, verstehen wir, Wladimirov hat ein Telefon. Der mögliche Verräter ist entlarvt. Es ist einer von Kasparows Trainern, der Großmeister Jewgeni Wladimirov. Er hatte ein verstecktes Telefon in seinem Zimmer und er hatte alle Eröffnungsanalysen Kasparows notiert. Es war richtig, ihn auszuschließen. Danach hörten die Probleme auf. Hat er geheime Informationen an Karpow weitergegeben? Das wird nie geklärt. Aber das Gift der Paranoia ist in der Welt. Kasparow gewinnt die nächste Partie. Und danach gewinnt er das Match mit hauchdünnem Vorsprung. Kasparow kann aufatmen. Er hat den Weltmeistertitel verteidigt. Il y avait une dimension politique un peu mafieuse dans les coulisses du monde des échecs soviétiques à cette époque. Ein Jahr später, bei der Weltmeisterschaft in Sevilla, berichtet Kasparows Trainer Michail Gurjewitsch, wie er von einem Agenten des Geheimdienstes kontaktiert wurde.
Il connaissait tout de ma vie. Il avait forcément lu ma fiche du KGB. Aucun détail ne lui échappait. Il voulait me faire peur. Puis, il m'a proposé plusieurs milliers de dollars pour que je sois son espion dans le clan Kasparov et que je fournisse à l'équipe de Karpov des informations précises sur les préparations de Gary. Es war klar, dass es Leute gab, die Kasparov vor dem Match stören wollten. Doch der lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und verteidigt erneut seinen Titel. Der Erfolg reißt nicht ab. Kasparov führt das Schachspiel in die Ära des Sportbusiness. Sponsoren umwerben ihn. Kasparov kommt aus kleinen Verhältnissen. Jetzt will er ein Leben in großem Stil. Well, just tell me before you go any further, how rich are you? My position is very promising. The money is coming, yes, from all points, for books, tournaments, world championship matches, everything, and many, many new projects. But that, does that mean that you're a millionaire? No, I don't think so. I'm sure that it will happen very soon, because I have everything. I can travel around the world easily, have enough influence. And... À Cannes, il jouera contre 10 champions répartis sur 5 continents grâce à des liaisons satellites. Ah, j'espère bien que la qualité de la technique sera du même niveau que la qualité de mon jeu. Als Weltmeister fühlt er sich als Mittelpunkt der Welt. Ihm wurde klar, dass er auch außerhalb der Welt des Schachs Erfolg haben konnte. Völlig unerwartet trennt er sich von Alexander Nikitin, dem Trainer, der aus ihm den jüngsten Schachweltmeister aller Zeiten geformt hat. Sein ganzes Leben zieht Kasparov seine schier unerschöpfliche Energie aus seinem Umfeld, von Freund und Feind. Gary konnte sehr unhöflich sein. Begann er sich zu langweilen, wenn man sich mit ihm unterhielt, wandte er sich wortlos von einem ab und fing mit jemand anderem ein Gespräch an. Если я меня можно убедить, как ни странно, то есть в том, что я что-то делаю неправильно. Хотя это достаточно сложно, надо было еще силы убеждения. И я могу, в принципе, опять-таки, ну, в той или иной мере признавать свои ошибки. Но если я просто верю, что это является правильным путем, то я просто считаю, что его надо достигать. Перестройка und Glasnost reichen nicht aus, um den Fall der Sowjetunion aufzuhalten. Kasparov distanziert sich von Gorbatschow und blickt über den Atlantik. In den 80ern und 90ern wollte in den USA jeder so sein wie Garry Kasparov. Kasparov unterscheidet sich noch auf eine andere Weise von anderen Spielern. Er spricht laut aus, was er denkt. Dieses Land ist in Schwierigkeiten. Die Wirtschaft steht kurz vor dem Zusammenbruch. Die Menschen brauchen politische Freiheit. Die Veränderungen der Perestroika waren nur kosmetischer Natur. Um den Staat zu retten, braucht es echte Reformen. Das ist ein Artikel über Russland, Geld und Politik. Und er steht im Playboy. Auf den Fotos sieht er aus wie Robert De Niro. Oder Marlon Brando. Ist das Schach?1990 erlebt Baku, der Ort seiner Kindheit und seiner Spielpausen, düstere Zeiten. La situation est quasiment insurrectionnelle. Les forces de l'ordre découvrent régulièrement dans la ville des corps carbonisés de personnes assassinées. Der Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien fordert 90 Tote, 500 Menschen werden verletzt, 250.000 vertrieben. Pendant 6 jours, les Azeris ont pourchassé et tué impunément les Arméniens. Maintenant, c'est trop tard, la présence de l'armée soviétique provoque encore plus de victimes qu'on ne le dit. Doch tausende Kilometer entfernt wartet bereits ein anderer Kampf auf Kasparov. Live aus New York. Die Schachweltmeisterschaft zwischen Weltmeister Garry Kasparov und Herausforderer Anatoly Karpov. Garry Kasparov inszeniert sich als eindeutiger Gegenentwurf zu Karpov, dem Symbol des abgewirtschafteten alten Systems. Seul subsistait le problème lancinant des chaises.
Mit Karpov war es leicht. Er wünschte sich einen Luxussessel für 5000 Dollar. Aber Garry Kasparov sagte, ich will nicht bequem sitzen, ich bin nicht hier, um einzuschlafen. Ich brauche etwas Einfaches. Wenige Monate vor dem Zusammenbruch der UdSSR gibt Kasparov ein politisches Statement ab. Er weigert sich, unter sowjetischer Flagge anzutreten. В Нью-Йорке 90-го года, так мы говорили сейчас, затронули тему об игре под российским флагом. Ну, как вы тогда помните, я сделал определенное политическое заявление, протестуя против того, что происходило в СССР, попросил, чтобы играть не под советским флагом, а под флагом российским. Das war eine sehr starke Geste, mit symbolischer Bedeutung. Er war der erste Sportler, der unter russischer Flagge antrat. In New York steht es nach 12 Spielen unentschieden. Kasparov spielte nicht gut, er war abgelenkt. Das Schicksal der Armenier nahm ihn so sehr mit, dass ihm Schach belanglos erschien. Nach der zweiten Hälfte des Matches in Lyon ist Kasparov erneut Sieger. Dame E8, Kasparov, Champion du Monde. Nach 144 Partien und 450 Stunden Spieldauer finden ihre legendären Auseinandersetzungen ein Ende. Wie ein Theaterstück, in dem sie die Rollen der verfeindeten Brüder spielten. Eine Rivalität, die Presse und Publikum über Jahre faszinierte. Nach dem Spiel sah ich Kasparov und Karpov zusammen. Kasparov lächelte Karpov zu. Ich sagte, Garry, ihr beide seht aus wie Freunde, aber du nennst ihn eine Kreatur der Dunkelheit. Wie kannst du mit so jemandem befreundet sein? Kasparov antwortete, Karpov ist der einzige Mensch der Welt, der auf meinem Niveau gegen mich spielen kann. Kein anderer Mensch versteht das. Ich muss also mit Karpov sprechen. Das gehört zu meiner Kunst. Because it's part of the art that I do. Le début d'année dernière a été une tragédie pour les populations de mon pays natal, Bakou. Et personne ne s'en préoccupe dans mon pays. C'est pourquoi j'ai décidé que ce trophée sera vendu aux enchères et que le produit de la vente le sera distribué. Kasparov triumphiert. Das Sowjetreich zerfällt. Ende 1991 kommt Boris Jelzin an die Macht. Die sowjetische Flagge wird eingeholt. Für das größte Land der Erde beginnt eine schwere Zeit. Kasparov begräbt seine Illusion von einem neuen Russland. Nach dem Match gegen Karpov wirkte Kasparov verloren, als ob er ein anderes Leben suchte. Den fast unschlagbaren Weltmeister beginnt das altmodische Schachspiel zu langweilen. Er richtet seinen Blick auf ein neues Zeitalter, das der Computer. Garry war der Prototyp des Computernutzers. Seit 1986 ist der Computer die Geheimwaffe, mit der er seinen Gegnern immer einen Zug voraus ist. Er hatte eine Schachpartie-Datenbank und ließ den Computer 300 Spiele durchlaufen. Die Schachfiguren bewegten sich mit hoher Geschwindigkeit und stoppten. Danach ging es weiter mit der nächsten Partie. Allein anhand des Ablaufes dieser Spiele konnte er ein psychologisches Profil seines Gegners erstellen. 1996, 10 Jahre später, ist er überzeugt davon, dass niemand ihn schlagen kann. Schon gar nicht eine Maschine. Wird das menschliche Gehirn geschlagen? Hinter diesem Turm aus Aluminium stecken ein Dutzend junger Ingenieure. Monatelang hat das IBM-Team Deep Blue wie einen Champion trainiert und ihn mit den Daten tausender Partien gefüttert. Doch Kasparov schlägt die Maschine. Ein Jahr danach gewährt ihr Garry Kasparov eine Revanche. Dieses Mal ist sie über 2 Meter groß und 1,5 Tonnen schwer.
1997 analysierte Deep Blue unglaubliche 200 Millionen Stellungen pro Sekunde. Kann die Maschine Kasparov schlagen? Der sonst mit seinem Auftreten und seiner Aggressivität auf dem Schachbrett selbst die besten Spieler aus dem Konzept bringt? Garry Kasparov has arrived at the table. Le premier match d'un nouveau duel opposant l'homme à la puce électronique a tourné à l'avantage du génie humain. But in game two, die zweite Partie ist bemerkenswert. An einer Stelle erwartet Kasparov, dass der Computer auf Materialgewinn spielt. Stattdessen unternimmt die Blue einen Positionszug à la Karpov, blockiert so die Stellung und überrascht Kasparov. Für Kasparov war es ein Schock, dass der Computer so denken konnte. Was bedeutete das? Ist die Maschine dem Menschen nun überlegen? Kasparov hatte mit so einem Zug von Deep Blue nicht gerechnet. Kasparov fühlt sich geschlagen und bricht die Partie ab. Kasparov has resigned. And the match is over. In einem Anflug von Paranoia eröffnet er eine neue Kontroverse. Verbirgt sich hinter der Schachmaschine ein Mensch? The machine hasn't proved anything yet. And I personally assure you that if Deep Blue will start playing competitive chess, I personally guarantee you, I'll torn it in pieces, with no question. Das Genie Kasparov wird eingeholt von der Revolution, die er selbst mit eingeleitet hat. Kasparov fordert, dass IBM die Logdateien der Maschine ausdruckt, doch IBM lehnt ab und demontiert Deep Blue. Der Börsenkurs von IBM explodiert, das Unternehmen verkauft Millionen von Computern. Der Schachkönig ist entthront. Nach diesem Affront vor den Kameras der ganzen Welt will Garry wieder gegen Spieler aus Fleisch und Blut antreten. Le roi est tombé de l'échiquier. Un Kasparov hésitant qui doute de ses coups. Son ancien élève, Vladimir Kramnik, a remporté le championnat du monde. Während des Spiels gegen Kramnik herrschte Endzeitstimmung. Furchtbar. Kasparovs Mutter war unendlich traurig. Es war schrecklich. Es sind die letzten Gefechte am Ende einer 15-jährigen Herrschaft. Garry fragte mich einmal, werde ich nur ein weiterer Ex-Weltmeister sein? Dieser Gedanke verfolgte ihn. Er sagte, er brauche die große Bühne, um sich lebendig zu fühlen. In Russland gehen Menschen gegen Präsident Wladimir Putin auf die Straße. Kasparov will keinen friedlichen Ruhestand. Schon in seiner Jugend hat er gegen Ungerechtigkeit gekämpft. Sein ganzes Leben setzt er sich für Rede- und Meinungsfreiheit ein. 2007 fordert er Wladimir Putin heraus. In Moskau organisiert er große Protestdemonstrationen gegen die Machthaber. Si ce régime reste au pouvoir, c'est une menace pour l'existence même de la Russie. C'est pour ça que notre but est le démantèlement de ce régime qui couvre le pays de honte. This regime is criminal. It's a police state. They arrest people everywhere. Tout ça, c'est le plan de Poutine en action. Confusion, bousculade. Cinq jours de prison pour avoir manifesté, Kasparov clame son innocence. Im Gefängnis verweigerte Kasparov das Essen. Er fürchtete, vergiftet zu werden. Dieses Regime hatte schon oft gezeigt, dass es dazu fähig ist. Er darf im Gefängnis keine Besucher empfangen. Doch dann steht ein Mann vor seiner Zellentür, mit dem niemand rechnet. Am allerwenigsten Kasparov. Anatoli Karpov brachte ihm etwas zu essen und garantierte so, dass man Kasparov nicht vergiften würde. Sein ehemaliger Erzfeind Karpov steht Putin nahe
und ist nun Kasparows Vertrauensperson. Ein Zeichen des großen Respekts, den die Ex-Schachweltmeister voreinander haben. Der frühere Heißsporn des Schachs denkt in großen Dimensionen und drängt auf die politische Bühne. Er träumt davon, Präsident zu werden und erklärt seine Kandidatur zur Wahl 2008. Lui qui a régné pendant 15 ans en maître absolu sur le monde des échecs et depuis 18 mois la cible de toutes les provocations. Salle de réunion bloquée par des jeunes pro-Poutine, boycott des médias officiels. Politique отличается от игры в том в нашем понимании тем, что там правила отсутствуют. И придерживаться их, ну я не знаю, то ли к счастью, то ли к несчастью, не обязательно. Kaum hat er den Russen seine Kandidatur verkündet, muss er sie schon wieder zurückziehen. Als Gegner Putins fürchtet er um seine Sicherheit. Bodyguards begleiten ihn ständig. Das Misstrauen stellt sich als berechtigt heraus. Befreundete Journalisten und Oppositionspolitiker werden vergiftet, ermordet. 2013 verlässt er Russland. Für immer. Das war keine leichte Entscheidung für ihn. Als ehemaliger KGB-Agent weiß ich, er riskierte, verhaftet zu werden. Und aus dem Gefängnis wäre er nicht mehr herausgekommen. Kasparow ist 50. Sein Traum zerplatzt. Er muss ins Exil in die USA. Auch in New York wird Kasparow weiter überwacht. Die Überwachung ist der Preis seiner Emanzipation. 2020 stirbt Klara Kasparyan in Moskau. Aus Angst vor einem Mordanschlag des russischen Geheimdienstes reist Kasparow nicht zum Begräbnis seiner Mutter. Wie beim Tod seines Vaters muss Gary den Abschied mit sich allein ausmachen. Er findet immer den Punkt, von dem aus er den Kampf beginnen kann. Sein ganzes Leben wird ein Kampf sein. Schon als er noch ein Kind war, sah sie den Champion in ihm. In seinem Kinderzimmer hatte sie ein Plakat aufgehängt. Darauf stand: Wenn nicht du, wer dann?